Grüezi miteinander. Willkommen hier im altehrwürdigen Kaufleuten. Zum Programm, wir steigen gleich ein mit der ersten Keynote, dann geht's rüber zu den Marktplätzen. Es gibt verschiedene Kanäle und ich glaube, zukünftig müssen wir uns davon loslösen, in Kanälen zu denken, weil am Ende gibt es eine Customer Experience, eine Customer Journey. Und E-Commerce als Kanal ist Teil davon. From conversion to engagement, to get people coming back to you. Bei Zalando ist mittlerweile jeder zweite Kunde mit dem Mobile unterwegs. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns, den wir gesehen haben, und wir gehen ganz verstärkt in das Thema rein. Also Mobile ist zentrales Key-Element in unserer Strategie auch dieses Jahr, und vor allen Dingen die Apps sind für uns ein wichtiges Vehikel, um die Kunden zu binden. Wir in der Baumarktbranche sind jetzt eigentlich ein neuer Online-Markt, der entstanden ist. Der Online-Shop ist sehr gut gestartet, wir haben enormes Wachstum, und das ist schon spannend zu hören von den Playern, die sich da wirklich etabliert haben im Markt, wie sie das gehandhabt haben, wo die Schwierigkeiten waren und wo wirklich der Trend hingeht. Ich bin der Überzeugung, dass der Content eben ein Leitfaden sein kann, eine Auswahlhilfe sein kann, die einen Shop von einem anderen Konkurrenten unterscheidet und dadurch einen erheblichen Mehrwert bietet dem Endkunden. Und der Endkunde bezahlt gerne Mehrwert, indem er eben dann dort kauft, wo er diesen Mehrwert spürt und wo er auch glaubwürdigen Content vorfindet. Ich denke, dass in nächster Zeit einmal jetzt auch der Wandel im Lebensmittelbereich kommt. Wir wachsen. Und wir werden auch weiterhin noch wachsen. Ich glaube, die Zukunft des Online-Marktes in der Schweiz, im Lebensmittelbereich, die ist noch riesig. Wir haben ein großes Potenzial. Wir sind rund 1% des Marktvolumens, das wir abdecken, Le Shop und Coop at Home heute. Dieses Prozent gilt es weiter auszubauen. 99% der Kunden kaufen stationär ein. Wieso nicht online? Wir müssen den Vertrauensbeweis bringen und die Leute dazu eigentlich motivieren können, dass das eine weitere Alternative ist. Von außen betrachtet ist es natürlich spannend an der Schweiz zu sehen, dass da Kategorien funktionieren, die in Deutschland oder in anderen Ländern nicht funktionieren. Sprich, wir haben ja Le Shop gesehen, wir haben Coop at Home gesehen. Das sind einfach Konzepte, die hier in einer eigenen Form entwickelt wurden und da auch sehr erfolgreich betrieben werden können. Man sieht hier an der Konferenz sehr schön auch, wie wichtig ist, dass sich die führenden Player treffen, sowohl das Programm so gestaltet ist, dass man wirklich Einblicke bekommt in Interviewform und in Panels, und dass man auch im Publikum das Gefühl hat, dass sich hier wirklich ausgetauscht wird. Das ist faszinierend zu verfolgen, wie sich das hier jetzt etabliert hat. Der Gewinner in der Kategorie B2C, Lifestyle und Hobby, Electronics and Media, Home and Living, Body and Taste, die Mobile Commerce, Social Commerce, Multichannel und Logistics, Newcomer Award, SheCommerce Spezialpreis 2015, Kategorie Champion, Sieger, deindeal.ch von Deindeal AG. Bravo! Hey. Also natürlich freut es uns, dass wir das mit auslösen dürfen, dass wir das machen können, dass wir das organisieren können, diese Menschen zusammenbringen können, solche tollen Referenten auf der einen Seite auch in die Schweiz holen aus dem Ausland, auf der anderen Seite wirklich auch von E-Commerce-Verantwortlichen bis zu Geschäftsführern die Leute hierher bringen für diesen Tag und verbinden und tolle Diskussionen haben. Und das macht echt Freude, und das wollen wir auch weiter so machen.